Hi Leute, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hört mich gerade. Es ist einfach gerade die erste Sache, die ich heute mache, diesen Brief wegzubringen. Ich darf nicht überfahren werden. Aber ich habe heute noch nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt oder geduscht oder irgendwas. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal den Brief wegbringen, weil ich das sonst wieder vergesse. Aber ich habe es gerade einfach vergessen, das zu machen. Und ich sehe wirklich aus, als wäre ich im größten Winter gerade. Aber ist halt auch irgendwie gefühlt. Und es ist halt schon eine kleine Wanderung, weil ihr müsst wissen, ich lebe auf einem Dorf, nein, Spaß, ich lebe in Berlin, aber ja, trotzdem, ja. Hallöchen, jetzt nochmal richtig von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute ist der 21. Für euch ja schon der 22. und einfach der vorvorletzte Vlog. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Kalender hier holen. Und zwar hatte das hier drin und ich glaube, es ist so dieses, wie heißt das, Badesalz-Dingens, oder? Denke ich jetzt mal. Und ich werde euch dann gleich mal meine To-Do-Liste für heute vorlesen und zeigen, weil ich habe heute einiges wieder zu tun. Aber als allererstes werden wir das hier auspacken. Und ja, es ist dieses Badesalz, oder? Oh, cool. Das ist einfach Meditationssalz. Das ist einfach eine Bademeditation. Das habe ich ja noch nie gehört. Erlebe mit der Bademeditation loslassen, eine ganzheitliche Sinneserfahrung durch die Kombination aus einem harmonisierenden Klang-Duft, intensiver Farbe, sanften Schaum und gesprochener Meditation. Schließe deine Augen, lass den Geist zur Ruhe kommen und sei einfach glücklich. Das ist ja voll cool. Ich glaube, das macht man dann in die Wanne rein. Dann gibt es hier eine Hörmeditation unten. Das ist voll die coole Idee. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Kalender von meiner Mutter. Heute ist der 21. Wie gesagt, Nummer 21. Yay. Und heute haben wir Spruch. Also, das Glück kommt. Oder irgendwas heißt es mit das Glück kommt. Am Ende kommt das Glück. Und zwar steht hier drauf, am Ende der Not kommt Glück. Also Licht am Ende des Tunnels. Okay, also ich habe ja gerade schon den Brief weggebracht und jetzt ist es einfach schon 11 Uhr oder so. Und ich werde jetzt mal ganz kurz meine To-Do-List vorlesen. Ich werde gleich erstmal das Video anfangen zu schneiden, also den Vlog für heute Abend. Was liegt da auf dem Boden? Ach, meine Hose. Okay, ja. Ich habe mich gerade noch umgezogen. Das Video schneiden und hochladen dann wahrscheinlich. Da muss ich noch meine, oder möchte noch meine Sonntagsreflexion machen. Heute ist Montag, aber irgendwie habe ich es einfach vergessen gestern. Ich dachte irgendwie gestern, dass Samstag wäre. Ich weiß auch nicht. Dann muss ich noch ein weiteres Video vorbereiten, was eine Zusammenarbeit ist mit einer anderen YouTuberin und deswegen muss ich es noch machen. Und dann, das war es eigentlich für heute. Ja, das war's. Ich möchte eventuell heute Abend noch Instagram Reels machen. Also vielleicht kennt ihr das, es ist so wie TikTok auf Instagram. Aber irgendwie habe ich da noch nicht so viel gemacht. Jedoch habe ich schon, ich glaube, irgendwie 4, 5 Reels hochgeladen, aber noch nicht so viele. Und ich möchte das irgendwie mal mehr machen und aktiver auf Instagram werden. Ich habe gestern auch noch so einen Frank-Sticker meiner Story gepostet und einige Fragen von euch beantwortet. Aber ich möchte halt auch im Feed gerne aktiver sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache, also heute mache oder ob ich das die nächsten Tage mache. Übrigens kommt jetzt mal wieder die bekannte Zeitrafferaufnahme von mir, wie ich mein Bett mache, die ihr bestimmt schon alle vermisst habt. Also ich schneide ja gerade den neuen Vlog und ich habe da so ein paar Szenen drin, die ich so ironisch reingeschnitten habe. Also die habe ich so ein bisschen eingesetzt, dass sie ironisch und lustig wirken, aber tatsächlich meinte ich das ernsthaft. Und zwar, ich kann euch die Szene nochmal ganz kurz zeigen vielleicht, oder vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Warum mache ich mir immer so viel Arbeit? Ich muss so viele Videos jetzt noch machen, obwohl ich Vlogmas noch bis zum 24. habe. Naja, egal, es macht einfach irgendwie mega Spaß und ich hab voll Bock drauf. Und ich glaube, das kam jetzt irgendwie so rüber, als würde ich keinen Spaß haben an Videos. Aber ich möchte mal ganz kurz klarstellen, dass ich natürlich Spaß daran habe und das auch sonst wahrscheinlich nicht machen würde. Und deswegen ist es zwar schon so, dass es viel Arbeit ist, auf jeden Fall, das möchte ich gar nicht leugnen, aber es macht trotzdem Spaß und es ist halt trotzdem wichtig für mich. Also nochmal ganz, um das klarzustellen, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass es irgendwie für mich richtig krass viel Arbeit ist und es mir damit nicht gut geht oder mir keinen Spaß macht oder so. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben, falls jemand den Witz dahinter oder die Ironie dahinter nicht verstanden hat, also ja. So, ich habe gerade kurz noch eine Sache, über die ich kurz mit euch reden möchte. Und zwar zum Thema Nachrichten schreiben bei zum Beispiel jetzt E-Mail, WhatsApp, irgendwo, egal, keine Ahnung. Bei mir ist es halt immer so, wenn mir Leute schreiben, das ist meine Heizung, die ist immer mega laut,
Ich bin halt immer so richtig hin und her gerissen, ob ich den Leuten dann antworten soll oder nicht. Also jetzt nicht generell antworten, natürlich antworte ich. Aber keine Ahnung, ich bin halt irgendwie so, ich glaube, in diesem Thema bin ich halt voll der Essentialist. Also ich bin sehr, ich halte meine Nachrichten kurz und knapp und schreibe genau, also ich packe, also ich bin nicht so ein Mensch, der extrem viel drum rumredet. Also jetzt in meinen Vlogs irgendwie schon. Aber bei Nachrichten irgendwie nicht, vor allem jetzt nicht bei E-Mails oder so. Aber ich denke immer, dass an die anderen Leute denken, dass ich irgendwie asozial bin, keine Lust auf sie habe, was ja nicht stimmt. Aber wenn ich halt dann irgendwie auf Nachrichten dann irgendwie zu lange antworte, denke ich mir immer so, das will sich dann auch keiner mehr durchlesen. Richtig komischer Gedanke. Aber ja, wollte ich mal kurz mit euch teilen. Vielleicht kann sich da jemand wiedererkennen drin. Du bist nicht alleine, falls du das auch so siehst. Warum wird es eigentlich immer so schnell dunkel? Das ist irgendwie echt blöd. Aber andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich produktiver bin, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie immer mehr Motivation, was zu machen, wenn es dunkel ist. Keine Ahnung warum. Ich mache jetzt gerade mal das Thumbnail für das neue Video und ich sollte mir echt mal angewöhnen, während des Videos zu pausieren, um Thumbnails zu machen. Weil ich muss jetzt halt so viele raussuchen, damit ich irgendein Bild finde, weil ich rede halt bei diesem Video. Also während des Videos, und es ist halt voll schwer, da irgendwie ein gutes Bild rauszukriegen, während man redet. So, ich bin jetzt gerade mal ins Wohnzimmer gegangen und ihr schaukelt ganz schön. Steht hier auf so einer Keksbox drauf. Ja, und ich merke irgendwie, dass ich fast nur in meinem Zimmer irgendwelche Aufnahmen mache und nie irgendwie im Wohnzimmer. Das hier ist übrigens unser Wohnzimmer, falls ihr es noch nie gesehen habt. Ich trinke jetzt gerade mal was. Das Video, das neue Video, kommt dann 2 Minuten online. Ich warte gerade darauf, es online zu stellen, Kommentare zu beantworten und so. Ich bin immer richtig paranoid, wenn ein neues Video online kommt. Ich denke irgendwie immer, dass ich irgendeinen Schnittfehler habe oder irgendwas Falsches und so. Deswegen, ja, bin ich irgendwie immer mega aufgeregt bei den ersten Minuten so. Und jetzt kommt wieder Drama Queen Lara, denke ich, weil ich nehme jetzt wieder meine B12-Kapsel und ihr wisst, dass ich damit immer so ein paar Probleme habe. Aber ich darf das nicht immer sagen. Weil, oh mein Gott, ich dachte gleich, ja. Weil, wenn ich das sage, dann rede ich mir das immer noch ein. Das ist voll schlecht. Und während wir hier zucken, wie ich meine schöne Kapsel nehme, möchte ich noch eine Person grüßen, und zwar Hannah Sophie. Hi, Hannah Sophie, ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank fürs Zugucken und ich wünsche euch jetzt allen noch eine wunderschöne gute Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Und dann bis morgen. Tschüss.